So, meine Damen und Herren, habe ich mir gerade noch mal kurz den Kaffee gemacht, kurz noch mal einen kleinen Vlog aufgezeichnet. Damit die Leute, die das gucken, auch auf dem aktuellen Stand sind. Und wir werden uns jetzt darum kümmern, um Mathessens Farm Homestead. Und die Farm ist eigentlich auch easy, wenn man weiß, wie man laufen muss. Da wirst du nur von dieses Mädchen verfolgt. Kann sein, dass ich die Farm auch denn zweimal vielleicht. The date is September 19th. My name is CR, on site of the Matheson family farm, continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. Dass ich das dann auch zweimal aufzeichnen muss. Also wir laufen nachher, das weiß ich, laufen wir nachher nämlich hier wieder raus. Weil wir nachher irgendwie durch die Decke brechen. Ich glaube, da fahren wir durch die Decke und dann müssen wir natürlich dementsprechend hier schlagartig denn rauslaufen, damit wir zum Auto kommen. Und wenn man hier am Ende nicht schnell genug ist, kann jetzt die ganze Kacke, Entschuldigung für den Ausdruck, von vorn starten. Deswegen sollte man gegen Ende schnell genug sein. Am Anfang ist das noch relativ egal. So, wir müssen da hinten die Dinger hochziehen. Warum habe ich jetzt oben rechts VCR Play stehen? Und wenn ich aufs Touchpad drücke, dann nicht, weil hier lasse ich das drinne. Denn bei der Normalkamera habt ihr ja noch den weißen Balken rundherum und das RLC und hier halt nicht. Deswegen lasse ich das hier so drinne. Und wir sind hier auf der Suche nach Charlie oder untersuchen den Vorfall mit Charlie. So, irgendwo war doch hier ein Kackschalter, oder nicht? Alter, das Spiel kann auch nicht so dunkel sein. Ach, da oben. Dann kommen wir nämlich hoch hier hinten durch. Ich glaube, das fällt nachher sowieso, glaube ich, auch wieder runter. Da steht ein Generator, den müssen wir gleich anschmeißen. Der Generator ist out of fuel. Und da hatten sie die kleine Mühle. Da müssen wir hin, da gibt es ein paar Löcher am Boden und dazwischen läuft das Mädel hier im hohen Gras oder Maisfeld durch die Gegend. Haha, war noch nicht durch. Also, ich glaube, die läuft erst, glaube ich, erst da oben durch, nicht hier unten durch. Man kann sie hören und auch sehen, wenn man schnell ist. So, jetzt muss ich gucken, wo muss ich hier durch? Da. Genau, und da muss ich, wenn ich rauskomme, muss ich rechts laufen. So, genau. Ah ne, ich glaube, wenn wir wieder aus dem Tunnel rauskommen, dann läuft sie hier durch die Gegend. So war das. Und da ist die Mühle, hier ist der Eingang. Hallo, ich hätte gerne. Licht.
Sieh das? Mach das. Ey, tauch nicht direkt vor mir auf. Dann gibt's Stress hier. Ach, da geht's auch noch rum. Halleluja! Ich schätze hinten. Licht! Ich weiß auch nicht, wie viel Gas ich brauche. Ob ein Kanister reicht oder... Ob ich zwei Kanister brauche? Das weiß ich ja alles nicht. Und das war der Kanister. Der hat ein Schicksal. Kannst du mal abhauen? Nix. Licht? Steht auch nix. Ja. Oh, ich dachte, der geht hier gerade lang, Alter. Warte, ich weiß nicht, ob zwei Gaskanister ausreichen. Da läuft sie, da läuft sie, da ist er. Bitte, 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 lass mich durch! Weil hier hinten kommt sie nämlich nicht durch. Sie bleibt nämlich im Maisfeld, das ist... Puh, Gott sei Dank unser Vorteil. Dass sie dann an diesem Maisfeld bleibt. Achso, ich muss außen rum. Irgendwo weiß ich, liegt hier ein Schlüssel, den wir gleich brauchen. Und dann müssen wir nachher wieder übers Maisfeld hier zurückgehen und dadurch die Tür gehen, um den da ins Haus zu kommen und den zu stiften. Ah, da ist der Schlüssel. You picked up. Getty. Wie gesagt, entweder liegt er manchmal da vorne, da oder hier drinnen. In den seltensten Fällen liegt er hier, in den seltensten Fällen. Weil rauf kommt man da oben ja eh nicht. Wie gesagt, wenn wir da oben rauskommen, müssen wir da durchlaufen. Und dann sind wir praktisch am Ende.
Aber das wird dann noch mal ein Ding für sich sein. Das alles ohne Taschenlampe, Alter. Weißt du, hinten war es noch hell, ist das Dunkelheit. Und das Pisswald läuft immer noch, das Maisfeld durch. Kann ich springen? Nee. Denn links guckt irgendwas Weißes hoch. Da hinten. Bin aber nicht groß genug, unser Tor ist da hinten. Ah, das ist ein Wegweiser. Und tschüss. Bitte, 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 lass mich bis zum Tor laufen. Und nicht auf den letzten Meter hier ankommen. Hinterm Haus kann ich nicht nachgucken. Nee, ich gehe noch nicht rein. I know what happened. Ich weiß, was passieren wird. Frieda Madsen, 1812, 1820 bis 1905. Das sind 85 Jahre. May you bless for eternity. Sag ich dazu noch. Und für die sich jetzt beschweren, dass es fies von mir war, das ist ein Spiel. Ich drehe mich. Bob. Johnson. Hallöchen. Er lockt doch mal rum hier. Und tschüss. Jetzt geht's los. Da muss ich durch. Schon. Ja, man hat es geschafft. Hui. Fast 15 Minuten, bis ich an den Ladebildschirm habe. So. So, genau. Die Tür ist jetzt wieder offen und die ist bleibt verschlossen. Gut, dann stelle ich mich schon einmal hier hin.
Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.